Und da sind wir in Ironworks of Mithrin. Stehen mal ein bisschen. Und haben ein geiles Bild. Och, ich liebe dieses Bild. Also einfach Save the Best for Last und Chill zusammenklatschen. Ist halt so gut. Es ist so gut. Dann noch Discordance, was auch sehr, sehr geil ist. Und vier Monger. Ein bisschen das schwarze Schaf im Bild, finde ich. Würde ich austauschen. Muss jetzt, finde ich, nicht sein. Aber vielleicht wird es mich überraschen. Vielleicht wird es irgendwie noch was geben. Oh Gott. Hallo, meine Freunde. Was geht mit dir, Ace? Oh, Frau, mach ich nicht diese, mein Bruder, Alter, Mann, was wird diese jetzt? Oh. Okay, gut, komm her. Komm her. Hast du Life? Nein, hast du nicht. Ich weiß auch nicht, ob das so perfektes Passing gerade ist. Okay. Habe ich kein Problem, dann noch auf dich zu gehen? Nee, so. Sag ich dir, was ist, ne? Juckt mich ziemlich wenig jetzt. Juckt mich? Ziemlich wenig. Außer du hast Life, dann juckt mich. Hast du nicht. Okay. Dann haben wir jetzt natürlich das Problem, dass die Paletten eigentlich schon ziemlich abfacken. Okay. Weird. Aber du bist halt unsere Obsession, was halt nicht so geil war jetzt. Aber was ich trotzdem sehr gerne annehme, weil sie hat uns halt einfach einen Free-Kill genommen. Da ist mir so egal, ob wir selbst das verlassen haben oder nicht. Das nehme ich einfach sehr, sehr gerne. Jetzt gucken wir mal hier hin. Wie läuft's? Okay. Wir kicken einfach. Ich würde sagen, wir kicken einfach. Okay. Hm. Ich weiß ja nicht, wo du jetzt bist, Tommy. Oh, boah. Das ist ein bisschen stressig, finde ich jetzt. Weil der jetzt halt Shaq hat. Und Shaq ist halt ein bisschen schwierig mit Sadako. Weil sie halt einfach wack ist. Außer natürlich, man macht so wie ich. Und gönnt sich. Ja! Oh, es ist so gut. Oh, Chult und Save the Best for Last werden dieses Game, glaube ich, einfach carrying. Also ich predict sie jetzt einfach schon. Ich predict sie auch jetzt einfach schon. Da drüben des Squadrons hilft uns natürlich mit unseren TVs auch sehr stark weiter. Weshalb wir natürlich direkt dahin ballern. Und natürlich auf Feng nicht gehen werden. Weshalb wir mal gucken, wo überhaupt die andere ist. Hä? Habe ich gar nicht gesehen gerade. Kein Plan. Keine Ahnung, wo mein Homie ist. Aber hier habe ich Mac. Achso, du willst gefokust werden? Nö, also dann. Ganz ehrlich, ne? Kein Problem damit. Wirklich, ich bin fein damit. Wir gehen einfach da durch. Und wir nehmen natürlich auch gerne die Free Heads an. Danke. So, ja, gut. Ist okay. Ja, ist okay. Und ja, ist okay, ne? Ja, also was will man da großartig dazu sagen jetzt noch, ne? Ist halt einfach stark von dir. Stark dumm nämlich. Ja, also ganz ehrlich, wenn du unbedingt willst, ne? Ich habe nichts dagegen. Komm, dann geben wir dir nicht. Komm, wenn du es unbedingt für nötig hältst. Ich will ja nicht so sein. Ich will ja wirklich nicht so sein, Homie. Ich will ja jetzt wirklich nicht nur wegen Save the Best for Last so ein Arsch sein. Aber Dead Hat warte ich ab, ne? Ja. Ach so. Schade, nicht gehittet. Ja. Also Ace, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so geil für euch ist jetzt. Also ich weiß wirklich nicht, ob du so gut gespielt hast gerade jetzt. Aber weißt du was? Wir gehen eh nicht so hart. Oh, das war ein bisschen stressig. Wir gehen eh nicht so hart auf den Gaia-Modus jetzt. Komm. Wir gehen jetzt einfach auf dich. Dann drehe ich mich um und gehe auf Peng. Wer ist das? Wer will da so Stress machen jetzt? Okay.
Double Hit, Nasborn. Ja, auf Peng gehen wir jetzt bestimmt nicht mehr. Ganz ehrlich, gar keinen Bock, meine 7 Stacks zu losen. Ja, Ace kann halt nicht kommen mit dem Red Cube. Habe ich da gerade jemanden gesehen? Nee, aber Rift habe ich gesehen. Doch, Peng. Auf die ich nicht gehen werde, haha. Lalex D, Raffel, Raffel, haha. Ja, touch sie an. Komm. Es ist so gut. Ah, es ist so gut. Na, 4 Monge habe ich die Value noch nicht so hart gesehen, muss ich sagen. Aber vielleicht wird das auch noch kommen. Könnte ja sein. Könnte auf jeden Fall ja noch sein. Ich nehme das Rift mit. Nee, auf dich gehe ich nicht, sorry. Gar keinen Bock auf dich. Aber weißt du, wo ich hingehe gerne? Da gehe ich hin. Da sehe ich mich, Homies. Oh, ein Kürbis! Woo! Moinsen, Boydie. Okay. Wer will gönnen? Achso. Du weißt schon, ich habe auch jetzt nicht so ein großes Problem, auf dich zu gehen. Also, ich habe jetzt keine Phobie vor dir oder so. Ich will nur nicht unbedingt meine Stacks losen, wenn es nicht sein muss. Aber wenn du das so spielst, bleibe ich halt hier so. Hä? Du musst mir schon ein geschmackigeres Angebot machen. Mach's mir schmackhaft. Mach's mir doch schmackhaft. Hallo, Fang. Du machst mir nicht schmackhaft genug. Fang. 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 Och, man. Wo bist du hin? Boydi. Ich hab dich gerade gar nicht gesehen. Was ist los? Was ist passiert? Ach komm, das mit dem Unsichtbar machen bringt uns gerade eh nicht viel. Komm einfach rein. Dann nehme ich halt dich, ne? Wenn es unbedingt sein muss, ne? Spaß. Just kidding, mein Brä. So, dann nehmen wir das so. Und du machst hier schon mal gar nichts. Oh, nice Deadhard. Ach komm. Wenn du down gehen willst, für sie mach halt, wenn es nicht sein muss, ne? Nö. Sehe ich jetzt nicht so ein. Sage ich dir ganz ehrlich, ne? Also wenn du mir den Down schenken willst, ne? Ich habe nichts dagegen. Oh, okay. Du fakest also durch, oder was? Bist ja auf einer richtigen Dorfstrecke. Hm. Hallo? Ace? 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 Ich weiß nicht, ob das so klug war, Ace? Ace, wie sieht's aus? Hast du jetzt noch Bock auf ein bisschen Wolle? Big, big. Okay. Das war ein bisschen cocky. Es tut mir leid. Ace, ich will dich nicht disrespecten oder so. Das will wirklich nicht disrespecten oder so. Ach Mensch, der hat so gute Value hier noch. Oh Gott. Oh Gott, was? Okay, das könnte doch noch crazy werden jetzt. Könnte doch tatsächlich noch crazy werden. Nee, wird's nicht. War ein dummer Vollidiot ist. Oh Gott, bin ich froh, gegen Vollidioten zu spielen hier. Das ist so gut. Und jetzt stirb. Ciao, Omi. Wir gehen mal da hinten hin. Okay. Da ist niemand. Aber ich muss sagen, 4 Monger überzeugt mich bis jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr. Aber save the best for last shot, muss ich nichts dazu sagen. Ich geier so hart auf diese Perks. Ich rede gefühlt alle 10 Sekunden drüber. Aber ja, ja. Dann sage ich jetzt nichts mehr dazu. Wollt doch eh nichts mehr von mir hören, meine Homies. Achso, da geht's lang. Okay. Ja, nee. Machen wir uns keinen Stress, ne? Body, machen wir keinen Stress. Ich fake jetzt, dass ich runterhöhe. Ui! Ja, süß, oder? Bin ich nicht süß? Hast du was gegen Sadok? Go! Ich weiß nicht, ob das der Move ist jetzt, ne? Dead hat? Okay. Dann setzt dein Dead hat halt nicht ein. Also weiß ich nicht, warum du das jetzt gemacht hast, aber... Hä? Ach, da ist... Oh Gott, ich wollte mich schon aufregen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das würde ich anders machen. Ich finde sogar Dragon's Grip könnte man gut reinnehmen. Dragon's Grip könnte man statt 4 Monger, finde ich, sehr, sehr gut reinnehmen noch. Was sonst natürlich auch noch gehen würde...
mehr Eruption einfach noch random dazu klatschen. Weil Eruption geht halt immer. Sind wir ehrlich, Eruption ist immer ein geiler Zusatz. Und sonst? Also Eruption kann man halt auch alleine bringen, das ist ja nicht das Problem. Oh, holy shish. Spinning. Spinning around, Christmas tree, ba 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 da da da. Aber nee, sonst finde ich das Bild halt eigentlich eh solid. Sonst finde ich es eh solid. Aber hier haben wir halt keine Hooks mehr. Hm? Bisschen stressig langsam mit dem Hooks. Hm? Ja, okay, dann gehen wir halt hier hin. Ja, ist auch, nehme ich, ja. Hm, ja, hm, gut. Pay to Lutz hast du einen Master-Name? Ach, ich weiß nicht, ob mir das jetzt zeigen hätte sollen. Weiß nicht, ob das jetzt der Move war, ne? Weiß jetzt wirklich nicht, ob das so klug war von dir. Girl? Girl, wo bist du? Wo sind sie? Hallo? Ach so, da. Ja, da komme ich halt von dort drüben jetzt. Das erwartet sie jetzt wahrscheinlich nämlich nicht so sehr. Ja, da ist sie ein bisschen confused gewesen. Drauflaufen ist klug. Ja, finde ich solide, kann man machen. Aber ich weiß nicht, ob es hier die Value... Okay, nee, jetzt bringt ihr definitiv nicht die Value, wenn sie es so spielt. Ja, was soll ich sagen... War eine schöne Runde, Leute. Ich wünsche euch was. Schönen Tag noch. Und hoffentlich schafft sie es nicht, sie zu holen. Ach komm. Komm, gehen wir doch vor, okay. Ist egal. Wenn du Unbreakable hast, war es doch ein schöner Play. Dann nehme ich alles zurück. Und wir sind wieder im Frieden, oder? Und wir fühlen uns wieder, Homies. Wir fühlen uns doch eh sowieso. Und wenn du einen Strike hast, dann würde ich dich 3 Minuten lang ausschlagen. Nee, du hast kein Deadheart. Du hast, also, wenn du jetzt noch Deadheart gehabt hättest, ich wäre so ausgerastet, weil du, dann hättest du es einfach das erste Mal jetzt genutzt. Das wäre so dumm gewesen, das wäre so blöd einfach. Jetzt stirbt. Wir gehen natürlich schnell zurück. Wir haben zwar keinen Teleport hin, aber dürfen trotzdem ziemlich speedy gehen. Und solange sie die Hatch jetzt nicht, also, wenn sie jetzt die Hatch bekommt, dann raste ich aus. Dann raste ich aus. Aber bekommt sie nicht, let's go! Ja, geiles Bild. Viermonger austauschen mit irgendwas, was ihr wollt. Leafle könnt ihr auch reinnehmen. Dragon's Grip könnt ihr reinnehmen. Eruption könnt ihr reinnehmen. Es gibt so viele geile Sachen, die man stattdessen reinnehmen kann. Weil Viermonger wirklich 3 Sekunden stehen bleiben und man hat es halt wieder. Es bringt halt nicht so viel. Es bringt halt, finde ich, wirklich nicht so viel. Aber sonst schönes Bild, geile Runde. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, Leute. Und Sadako sieht wieder so wunderschön aus. Sadako, du bist einfach so ein Goat. Wir lieben dich, Sadako. Da hatten wir sogar Medikit dabei. GG Onion Head. Was für Onion? Hallo? What for Onion Head? Chill out. I'm beautiful. Holy shit, will er jetzt beep mit mir oder was? Also, selbst der Best for Last OP. OP würde ich jetzt nicht sagen, tatsächlich, wenn wir es ganz ehrlich sind. No, I call Onryo that. I know. And Onryo is beautiful. So, nicht anders. Und ja, also Save the Best for Last ist auf jeden Fall ein geiler Perk, aber es ist auf jeden Fall nicht der stärkste Perk im Game. Ich würde sagen, Top 5. OP, nee, aber Top 5, ja, safe. Man könnte es auch so machen, dass man nur noch 6 Stacks bekommt, würde ich auch fein finden. Also Save the Best for Last war auch, bevor es zu sozusagen 10 Stacks gekommen ist, auch schon sehr stark. Aber jetzt ist es natürlich noch geiler und deshalb ist die Kombi auch so sick. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, Leute, jetzt aber wirklich, ciao.